Kreiert man seine Personal Brand online, ist eine Webseite unerlässlich. Du brauchst irgendwo im Netz eine eigene Webseite, wo du alles sammelst, was man über dich wissen muss. Das kann ein One-Pager sein oder es kann auch eine Webseite mit mehreren Seiten sein oder sogar ein Blog, je nachdem, was für eine Kommunikation oder welche Art der Kommunikation du dich spezialisieren möchtest. Baut man eine solche Webseite rund um die eigene Brand, dann muss man bestimmte Fragen beantworten. Das sind die Fragen, die die Leute haben, die genau das suchen, was du anbietest. Nachdem es aber um eine Personal Brand geht, geht es sehr viel um dich. Und das ist oft für viele Menschen schwierig. Das heißt, man muss einfach auch sehr persönlich ein bisschen sich selbst zeigen und seine Geschichte erzählen, sodass man einfach nahbarer wird und die Leute auch das Gefühl haben, mit dieser Person möchte ich auch wirklich arbeiten. Welche Fragen du da dir stellen solltest und beantworten solltest, habe ich heute für dich in diesem Video gesammelt. Du möchtest regelmäßig informative Videos rund um deine Personal Brand und deinem digitalen Business sehen? Dann abonniere meinen Kanal und vergiss nicht, die Glocke anzuklicken, damit du informiert wirst, sobald ich ein neues Video online stelle. Mein Name ist Victoria und ich unterstütze seit mehr als 8 Jahren Personen und Unternehmen mit ihren digitalen Auftritten und in ihrer digitalen Kommunikation. Eine gute Webseite rund um deine Personenmarke bzw. Personal Brand macht genau eins: es überzeugt. Es überzeugt dein Gegenüber, den Menschen, der gerade nach einem Thema sucht, und zeigt einem, ja, das ist genau die Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Damit du die Menschen überzeugen kannst, dass sie dich als Experte oder Expertin zumindest kennenlernen wollen, solltest du bestimmte Fragen auf deiner Webseite beantworten. Erstens, was bietest du an? Die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist richtig kurz. Also wir wissen, bei Videos ist sie bei 6 Sekunden oder so. Das heißt, du hast einfach diesen ersten Moment, wo jemand vielleicht schon deinen Namen gelesen hat, aber viel wichtiger ist, dass er weiß, was bietest du eigentlich an? Was machst du? Was löst du für ein Problem, was er oder sie gerade hat? Deswegen ist es ganz wichtig, dass du ganz oben, ganz schnell den Leuten diese Frage beantwortest. Das kann durch ein Slogan sein, das kann durch einen bestimmten Satz sein, das kann durch ein bestimmtes Wort sein oder einfach auch eine philosophische Ansicht, die du hast. Aber sie sollte einfach sofort verstanden werden und die Leute überzeugen können. Zweitens, wer bist du und warum kannst du das? Die Frage ist hier nicht, ob du studiert hast oder ob du irgendwelche 1000 Ausbildungen hast oder in Harvard warst oder was auch immer, sondern die Frage ist, was hast du gemacht, um dorthin zu kommen, wo du jetzt gerade bist? Warum kannst du diesen Menschen, der gerade auf der Webseite war oder gekommen ist, besser helfen als jemand anderer? Warum bist du eine Expertin oder ein Experte in diesem Bereich? Zähle dabei auf, wie du dazu gekommen bist. Das sind meistens sehr lustige Geschichten, sehr schräge Geschichten, auch sehr persönliche Geschichten, die einfach nahbar machen und gleichzeitig auch zeigen, hey, ich bin ein Mensch und ich bin nicht irgendetwas anderes, ein Konstrukt von einer Perfektion oder sowas, sondern ich bin wirklich ein Mensch und ich arbeite gerne mit Menschen und deswegen präsentiere ich mich auch als Mensch zum Beispiel. So kann man das einfach verstehen. Drittens, wie kannst du mir helfen? Stelle klar, wen du ansprichst, was du genau anbietest, wo du helfen kannst, vielleicht auch, wo du nicht helfen kannst, damit die Leute genau wissen, aha, in dieser Sphäre bewege ich mich, dann kann ich mich an sie oder an ihn einfach wenden. Das ist einer der wichtigsten Teile auf deiner Webseite. Immer ganz wurscht, ob es jetzt um eine Personal Brand geht oder um eine Unternehmensmarke. Es geht ja schließlich darum, dass wir anderen helfen wollen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir wollen Probleme lösen der anderen. Wir wollen ihnen helfen und sie unterstützen, weiterzukommen. Vor allem, wenn du Beraterin bist bzw. Berater, dann solltest du hier auch wirklich klar definieren, wem helfe ich, wie helfe ich und was kann ich wirklich anbieten und was kann ich einfach hier nicht anbieten. Viertens, wem hast du schon geholfen? Referenzen geben Sicherheit. Das ist ganz egal, ob die Referenz jetzt von einem Unternehmen ist oder von einer Person. Das Schöne an Personen ist, dass du natürlich hier ein Zitat einfügen könntest und die Testimonials auch wirklich verlinken kannst, so dass andere Menschen auch in Kontakt treten können untereinander, sich austauschen können und auch einfach erfragen können, wie war denn die Arbeit mit dieser Person oder gibt es irgendwelche Tipps, die du mir geben kannst, du hast das gleiche Problem gehabt, also dass du wirklich auch irgendwo hier eine Community aufbaust.
Du hast sicher schon öfter eine Webseite von einer Personenmarke oder einem Personal Brand online gefunden. Was war es für dich, was dich wirklich von dieser Person überzeugt hat? Antworte doch einfach auf diese Frage in der Kommentarfunktion. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Fünftens, wo finde ich noch mehr Informationen über dich? Wir haben nicht nur alle eine Webseite, wir haben einen LinkedIn-Account womöglich, Instagram und TikTok und was auch immer noch. Teile einfach die ganzen Channels, wo du noch bist, mit deiner Community, mit den Leuten, die auf diese Webseite kommen, damit sie dich auch besser kennenlernen können und auch gleich sehen können, mit wem bist du connected, wen kennst du noch, was für Projekte unterstützt du und so weiter. Sechstens, wie kann ich dich kontaktieren? Das ist auf der einen Seite natürlich die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, aber es kann genauso sein, dass man dich über Facebook Messenger kontaktieren kann oder über WhatsApp oder du zum Beispiel sogar eine Möglichkeit einberaumst, dass die Leute sich gleich ein Erstgespräch ausmachen können. Ich persönlich liebe Calendly als App, als Tool, um meine Termine auszumachen. Ich habe dir den Link zu diesem Tool einfach in die Videobeschreibung gepackt. Siebtens, wie kann ich mit denen in Kontakt bleiben? Was ist mit den Menschen, die zwar jetzt dich gefunden haben im Netz und toll finden, was du anbietest, aber eigentlich gerade nicht diese Dienstleistung wirklich so dringend benötigen? Das heißt, das Projekt beginnt erst später oder sie finden es nur interessant, was du machst. Wie bleiben die in Kontakt und wie verlieren sie dich nicht wieder? Das heißt, die haben Interesse an deinem Thema und hätten halt vielleicht auch Interesse an, mit dir zu arbeiten, aber es ist noch nicht so aktuell. Ganz gut ist es, wenn du hier anbietest, dass sich die Leute zu einem Newsletter anmelden können. Noch besser ist es, wenn du auch ein Freebie hier anbietest, was mit deiner Expertise, mit deinem Thema zu tun hat. Damit bringst du die Leute dazu, dass sie sich zu deinem Newsletter einfach anmelden. Was du da beachten solltest, findest du in diesem Video. Den Link dazu habe ich dir einfach in die Videobeschreibung gegeben. Du möchtest mehr Informationen, Tipps und Tricks rund um deinen Personal Brand und deinem digitalen Business? Dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Den Link dazu habe ich dir einfach in die Videobeschreibung gepackt. Dir hat dieses Video gefallen? Dann schenk mir ein Like, abonniere diesen Kanal und teile dieses Video mit deinen Freunden.